Okay, Rasner was liebs, neue Folge wieder mit Udo, früher hier Kapitän und Kulturchef und davor eher auch schon lange. Wir stehen hier an der Ruderanlage, am Steuer. Funktioniert? Ja. Ja, wir können sofort losfahren. nein, ganz so ist nicht, aber wir liegen natürlich längsseits an der Pier hier in Hamburg und das ganze Ruderanlage ist natürlich ausgeschaltet. Ne, so ein Schiff ist natürlich nicht mehr so mit dem Ruder wie gleich mit einer Ruderpinne eines Ruderbootes zu vergleichen oder so, sondern hier brauchen wir eine Maschine für, die dieses riesenschwere, tonnenschwere Ruder bewegt. Diese Rudermaschine ist am Heck des Schiffes untergebracht und ist faktisch elektronisch hier mit diesem Steuerstand verbunden. Wieder kann ich auch wiederum sagen, dieser Steuerstand ist noch original von 1963, wo das Schiff gebaut worden ist, im originalen Zustand. Ne, hier sieht man auch noch die Firma, die das hergestellt hat, RFT. Das ist also eine Firma in Berlin, die also hier diese Geschichten hergestellt hat. Und das Beeindruckende dieser Technik ist eben, dass sie einmal sich im Wesentlichen nicht groß geändert hat. Ne? Also ist auch auf modernen Schiffen findet man das auch noch, dass man also hier die Rudermaschine von so einem Steuerstand aus bedient wird. Ja. Ne? Also die Zeit der großen Rudergeschichten, so Segelschiffen. Und das ist natürlich vorbei. Ne? 1963 hat man das Schiff hier schon mit diesem kleinen Ruder hier bewegt. Ne? Der Rudergänger, meistens ein erfahrener Seemann, der stand dann hier und hat dann im Prinzip vom Kapitän oder den entsprechenden Nautiker das Ruderkommando oder den Befehl zum Halten des Kurses erhalten. Und dann, ich hatte das ja beim, vielleicht kann man sich noch erinnern, gesagt, also hier sieht man eine Kreiseltochter, ja, der Mutterkompass. Kreiselkompass, das ist die Mutter. Genau, das ist die Kreiselmutter und das ist die Kreiseltochter. Und so, dass der Rudergänger, wenn er den Kursbefehl hat auf einem freien Seeraum, wird er nach Kreiselkompass gesteuert, kann er hier sozusagen den Kurs entsprechend steuern. Und die Ruderlagen sieht er zum einen mal hier, hat er eine Ruderlage anzeigen. Ne? Das heißt, jetzt würde ich jetzt 25 Grad nach Steuerbord gehen. Das Ruder würde jetzt sozusagen 25 Grad nach Steuerbord. Das Schiff würde in diese Richtung fahren. Ne? Also sozusagen Steuer nach rechts, geht nach rechts. An Bord heißt es natürlich Steuerbord und Backbord, ne? Ist ganz klar. Dann würde er dann an diesem Ruderlagenanzeigen dort oben sehen, dass also da würde dann sozusagen das Ruder dann langsam durch die Rudermaschine in diese Ruderlage gebracht werden. Das passiert natürlich nicht sofort, ne, weil tonnenschweres Teil muss natürlich mit einer Maschine bewegt werden. Ne, also hier wird das vorgegeben, sozusagen der Sollgeber, und an dieser Anzeige dort kann man ersehen, ob das Ruder dann auch wirklich in dieser Lage ist. Und dann merkt der Rudergänger natürlich, wie das Schiff dann aus dem Ruder läuft und kann dann entsprechend reagieren. Ist natürlich nicht so wie beim Autofahren, ne? Ich fahre nach links und nach rechts, sondern so ein Schiff ist natürlich schwer, braucht eine Weile, bevor es reagiert, gehört ein bisschen Erfahrung dazu, so ein Schiff zu steuern. Ne, also das ist sozusagen hier das Steuerrad des Schiffes. Was man 1963 schon gemacht hat, also man hatte hier auch schon ein automatisches Steuer eingebaut. Es gibt also schon diese Option des Selbststeuers. Mhm. Dort hat man also mit diesem kleinen, neckischen konnte man hier durch die Lupe, wenn du hier mal reinschaust, siehst du also die Vorgabe, siehst du das? Ja, 108. 108, so. Genau, richtig. Hier wurde sozusagen eingestellt, wie das Schiff zu steuern hat. So von wegen 108 Grad liegt an und sowas. Genau. Und dann würde er sozusagen automatisch diese 108 Grad halten. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Schalter hier, steht Gieren drauf. Ne? Das heißt, er hat nicht gierisch Durst nach Bier oder so, sondern Gieren bezeichnet beim Schiff, also den Willen des Schiffes, sage ich mal so, sich immer sozusagen in die Welle hineinzuschmiegen. Ja, wenn jetzt Wellengang ist, würde das Schiff sozusagen aufgrund dieser Bewegung, die sie durch die Welle gemacht hat, würde dann herumgieren. Ne? Mhm. Und dieses Gieren, da kann man eine Dämpfung einschalten.
Das funktioniert tatsächlich so wie in der modernen Mathematik, ne, dass also hier so und so Schwingungen um den Kurs herum sind, damit das Schiff nicht wegen jeder Welle, sondern nur jede zweite oder dritte. Ja. Ganz simple Differentialrechnung hat man damals schon gewusst. Also na gut, 1963 ist ja noch nicht so lange her. Ja, ganz so damals ist es auch nicht, aber trotzdem schon beeindruckend, sowas hier auch einfach mit Transistoren und ähnlichen elektronischen einzufügen, weil heute macht man das natürlich mit der modernen Rechentechnik, solche Dinge. Aber damals war das eben auch schon möglich. Ja. Also total interessant. Hier hat man etwas, was der modernen Zeit geschuldet wird und der modernen, den modernen Anforderungen. Wie gesagt, das Schiff Stubnitz ist ja vollwertig fahrtfähig, ja, als Frachtschiff. Also ich könnte sofort hier alles in Gang setzen und mit diesem Schiff vollwertig zur See fahren. Alle dafür erforderlichen Genehmigungen hat das Schiff. Ja, also das Schiff kann vollwertig zur See fahren und es gibt natürlich Anforderungen aus der modernen Seefahrt, die hier natürlich sich wiederfinden müssen. In diesem historischen Teil, in diesen historischen Ausrüstungen, die hier existieren. Und da muss man natürlich im Hinblick auf die moderne Navigation Kompromisse eingehen. Und das ist so ein kleiner Kompromiss, ist sogar der Todmann-Knopf. Ja. Ne, das heißt, ist ein Knopf, wie der Name schon sagt, kennt man vielleicht vom Schienenverkehr, wo also nach bestimmten Zeiten hier ein Signal ertönt und der Rudergänger hier nicht im Tiefschlaf hier irgendwo da zusammengesackt ist oder so, ne, und er das immer, dieses Signal bestätigen muss, damit also klar ist, dass er hier auf dem sozusagen fit ist, das Schiff auch weiterhin zu steuern. Der Mensch, der hier steht, muss alle paar Minuten quittieren, dass er am Start ist. So. Ja, leider. Also es ist ein bisschen sinnfrei, weil natürlich so ein Schiff nicht, also die modernen Schiffe wären natürlich alleine, da ist ein Nautiker alleine auf der Brücke und das Schiff wird durch viele automatische Unterstützungen alleine, selbst die ganz großen Schiffe, die großen Containerschiffe sind allein zu steuern und zu fahren. Das ist natürlich bei der Stubnitz nicht so. Hier hat man Nautiker und Rudergänger und der Nautiker wird schon sehen, wenn der Rudergänger da zusammensackt, ja, weil er gestern Abend einen zu viel getrunken hat oder warum auch immer. Ne? Aber der, ja gut, ich weiß, Stubnitz, da wird kein Alkohol ausgeschenkt. Nee, nein, das ist gar nicht so. Ja, genau. Aber auch in der normalen Seefahrt war das hier ein völlig trockenes Schiff. Ja. Ist ganz klar, das weiß jeder. Ja, so ist das auch. Ja, immer, genau. Das versteht auch jeder. Das glaubt uns auch jeder. Nein, das ist ganz klar. Also das ist, aber das sind so Anforderungen, die technisch von den entsprechenden Instanzen vorgeschrieben sind und solchen Anforderungen muss man gerecht werden. Ne? Genau, aber hier, auch wie bei den anderen Gerätschaften, so kannst rangehen und eigentlich durchstarten und hast jetzt nicht den riesen Nachteil gegenüber irgendwelchen neuen Systemen oder sowas. Naja, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, also grundsätzlich hat sich an dieser technischen Umsetzung dieser Anlagen eigentlich nicht viel geändert. Ne? Also es ist natürlich alles viel komfortabler geworden. Ne? Die auf den modernen Schiffen von dieser Größe, die hätten natürlich so einen schönen Pilotensitz, ne? Könnte man dann schön entweder so steuern halt. Ne? Aber grundsätzlich hat sich da nicht groß was geändert. Ne, man hat also hier eine Vorgabe. In der Rudermaschine wird die entsprechende Ruderlage umgesetzt. Ne, ich habe hier einen Richtungsanzeiger hier mit die Tochter des Kreises, sodass ich also sozusagen nach Gradzahlen steuern kann auf der See, wenn ich jetzt hier nicht irgendwo bin. Ne? Also alles ist da, automatisches Steuern im Prinzip, ja, und zur Kurshaltung, dass nicht ständig einer hier stehen muss. Und hier ist zu festhalten bei Wellengang oder was? Ja, das Schiff bewegt sich. Ja, ja. Ist nicht so wie im Hafen hier. Nee, nee. So ein Schiff, das gerade so, ich sag mal, diese Schiffe sind ja gebaut worden, die waren ja teilweise im Nordatlantik unterwegs. Ne, bei schwerer See haben die gefischt oder die Stubnitz hat ja weniger selber gefischt und dann faktisch die Netze übernommen und reingezogen, gefrostet und dann eben entsprechend dann zur Verarbeitung gebracht. Aber diese Bedingungen, unter denen die Fischer damals navigieren mussten und die Schiffe gefahren haben, die waren natürlich immer schon ziemlich rau. Im Nordatlantik, da kann schon mal richtig Seegang sein. Das war schon richtig gute Seemannschaft, was sie gemacht haben. Das muss man sagen, da muss man den Hut vorziehen. Sicherlich heutzutage, die Fischer haben ähnliche Bedingungen, auch wenn sie Schiffe modern sind. Ne? Also die See bleibt gleich, ne? Ja. Und der Seegang natürlich auch.
Also das insofern ist klar. Und damit man hier nicht durch die Gegend marschiert, kann man sich hier schön festhalten. Ja, apropos, wo muss die Stubnitz denn hin? Da vorne ist noch so ein Gehölzschacht mit Zahlen drauf irgendwie so. Das hat das auch, ich schätze, das hat was zu tun, oder? Ja, ich habe es ja schon gesagt, also das ist ja gute, solide russische Technik. und offensichtlich ist es so, dass die Nautiker oder die alten Fischer damals teilweise doch mal ins Glas geguckt haben. Mhm. Und damit sie aber nicht vergessen müssen oder nicht vergessen konnten, wo sie hinfahren, haben sie diesen, wie würde man heute modern sagen, Reminder. Ja. Okay. dieses Stück dort, darf ich mal nach vorne gehen hier, dieses Stück hier konstruiert, wo man also hier ganz einfach den Kurs einstellen kann. Ja, 360 Grad, ja, Richtung Norden, ne? Also damit auch wirklich sozusagen der Rudergänger dann auch, wenn er das mal zwischendurch vergessen sollte, ist natürlich völliger Blödsinn, aber das ist immer eine Hilfe, dass man das eingestellt hat und dann weiß er immer noch, welchen Kurs er steuern soll, also welche Gradzahl er im Prinzip dann steuern soll. Ja, ganz wichtiges Equipment. Aber man hat das schon auch immer wirklich straight eingestellt. So. Also ich habe es immer gemacht. Okay.